Hi Leute, heute gibt's mal einen Denkanstoß von mir oder eine Anregung, vielleicht eine Feststellung oder ein Appell an euch. Und zwar, es geht um, ihr seht das schon, Szenarien. Szenarien bei Saga. Grund, warum ich dieses Video mache, ist, dass mir aufgefallen ist, es gibt so ein paar Spielergruppen hier um mich herum, die mit Saga angefangen haben und die vorwiegend oder sogar ausschließlich das Szenario Kampf der Kriegsherren spielen, weil das so, ja, das Pendant zu einer ausgewogenen Feldschlacht oder wie man das nennen soll, zu einem einfachen Schlagabtausch ist, wo man eben nicht viel beachten muss an Missionssonderregeln, wo es einfach nur darum geht, dem anderen weh zu tun. Und das ist sicherlich das, was man in den meisten Tabletop-Systemen so als Standard-Setting hat, dass man einfach sich gegenübersteht und ja, ordentlich auf die Fresse hauen will. So, grundsätzlich hat dieses Szenario durchaus seine Vorteile, wenn ich, sage ich mal, neu in Saga bin oder eine Fraktion kennenlernen will, die jetzt zum ersten Mal spiele vielleicht, da ist das Szenario super, weil ich natürlich mich als Spieler ganz auf die Fraktionen konzentrieren kann, auf den Kampf, auf den Einsatz der Fähigkeiten gegen meinen Gegner oder für mich selbst als Verteidigungshaltung. Sicherlich ein gut geeignetes Szenario dafür, aber auf Dauer, sage ich mal, bringt natürlich, wie in jedem Tabletop-System, eine andere Mission durchaus eine wichtige Abwechslung ins Spiel. Gerade bei Skirmish-Systemen finde ich das eigentlich wichtig, dass man sich eben nicht nur gegenseitig auf die Nase geben will, sondern dass man da ein bisschen diffiziler taktieren muss durch Szenarien. Deshalb Szenarien für Skirmish-Systeme, und ich finde, Saga ist noch ein Skirmish-System irgendwo, sollte man auf jeden Fall coole Szenarien spielen. Aber, und das ist ganz wichtig, und darum geht es jetzt vor allem auch, was ich verdeutlichen will, ist, aus meiner Sicht heraus sind Szenarien ein wichtiger Bestandteil vom Balancing in Saga. Denn, warum ist das so? Ich habe jede Fraktion hat gewisse Stärken und Schwächen. Und nicht immer ist es so, dass bestimmte Stärken und Schwächen nur bei einem direkten Schlagabtausch, also beim Schaden verursachen oder Schaden verhindern, zum Tragen kommen. Also nicht nur direkt im Kampf, sondern es geht um Dinge wie Beweglichkeit, es geht um Beeinflussung des Gegners. Es gibt sehr viele Fähigkeiten im Spiel, die das Verhalten des Gegners in irgendeiner Form beeinflussen. Das heißt, ich kann Aktionen verhindern, ich kann vielleicht den Gegner selbst zu einer Bewegung zwingen. Ich kann beeinflussen, wie er sich bewegt, dass er sich zum Beispiel zusammenhält, also heidnische Ruhe können das. All diese Dinge. Und diese Dinge nehmen nicht so direkt Einfluss auf das Spielgeschehen, wenn es um einen einfachen Schlagabtausch geht, sind aber sehr wohl wichtig, wenn es um Missionsziele geht. Wenn ich zum Beispiel irgendwas habe, was ich halten muss und mein Gegner bewegt mich plötzlich da raus, dann hat das eine ganz andere Gewichtung, als wenn das in einem offenen Schlagabtausch passiert. Ja, also zum Beispiel die Fähigkeit Jomsburg, der Jomswikinger, wo ich x Einheiten bewegen kann, das ist so, kann in einem normalen Schlagabtausch kann das sehr gut sein. In einem Missionsspiel, wie zum Beispiel sei es die Schlacht an der Furt oder hier Heiliger Boden, da ist es super. Da kann ich den Gegner von den Geländeteilen wegschieben, die Punkte bringen. Super Fähigkeit, ja, die einfach hier ihr wahres Potenzial entfaltet. Aber was auch eben sehr wichtig ist, sind die Schwächen von einzelnen Fraktionen. Denn wenn ich, es gibt
vielleicht bei dem einen oder anderen von euch, wenn ihr irgendwie ein, zwei Kumpel habt, die auch mit Saga angefangen haben und jeder hat eben so seine Armee und ihr habt jetzt diverse Spiele gemacht und ihr spielt immer den Kampf der Kriegsherren und seid mittlerweile so, dass ihr fast jedes Spiel vielleicht gegen euren Kumpel verliert, weil der eine bestimmte Armee spielt und die Armeen untereinander sind sicherlich nicht wirklich ausgeglichen, wenn es um einen offenen Schlagabtausch geht. Also ich finde, ein sehr gutes Beispiel dafür sind die Steppennomaden, die einfach sehr, sehr stark sind, wenn sie ihr Spiel machen können. Das heißt, wenn sie ihre Beweglichkeit ausnutzen können, wenn sie nirgendwo hin müssen, sondern wild um ihren Gegner rumreiten, ihn beschießen können, machen können, was sie wollen. Dann sind die sehr stark, wie ich finde, in einem offenen Schlagabtausch meistens auch stärker als viele andere Fraktionen. Gerade wenn man selbst vielleicht eine eher infanterielastige Armee ist, dann kriegt man die einfach sehr, sehr schwierig, während man ständig Pfeile am Schlucken ist. Ganz anders sieht es plötzlich aus, wenn wir Heiliger Boden spielen, ja? Dann haben die Steppennomaden schon gleich ein kleines Problem, denn zwei der Geländeteile sind schwierig, ist mit Reiterei schwierig zu halten, also zu halten eh nicht, weil die Steppennomaden sehr schlecht im Nahkampf sind. Aber wenn man nach den neuen Regeln aus dem Kreuzfahrerbuch spielt, dann kriegt Kavallerie eben auch Ermüdung im Gelände. Das heißt, es ist absolut eine sehr schlechte Option, mit den Reitern dann ins Gelände zu gehen. Das heißt, der Steppennomade hat effektiv nur das Missionsziel in der Mitte, was er halten kann. Und links und rechts in den Geländeteilen kann er bestenfalls mit Bauern zu Fuß agieren, die natürlich für eine Nahkampfarmee relativ leicht wieder weg zu kriegen sind. Ja? Also da ist plötzlich ein komplett anderes Spiel für den Steppennomaden, wenn er sich auf so eine Mission einlassen muss. Gibt diverse andere Beispiele. Es gibt auch natürlich Missionen, in denen die Steppennomaden oder andere Reiterarmeen sehr bevorteilt sind, wenn es um schnelle Bewegungen geht, wenn man beweglich sein muss, wenn man irgendwie irgendwo hinkommen muss, schnell die Position wechseln muss. Da sind sie wiederum gut. Da sind vielleicht andere Armeen benachteiligt. Grundsätzlich muss man aber im Prinzip, wenn man eine Armee spielt, sich auch darüber klar sein, dass wenn sie extreme Stärken hat, sie auch in gewisser Weise extreme Schwächen haben kann. Und diese Schwächen kommen oft erst zur Geltung, wenn ich bestimmte Missionen spiele. Und es muss einfach gegeben sein, dass jeder Spieler jede Mission spielen sollte, um mit den ganz unterschiedlichen Herausforderungen auch zurechtzukommen und vielleicht seine Truppenzusammenstellung ein bisschen ausgewogener gestaltet und ja, einfach verschiedene taktische Herausforderungen bekommt. Deshalb halte ich es persönlich für ganz wichtig, Szenarien zu spielen. Macht euch das bitte klar, dass ihr einfach diese unterschiedlichen Szenarien mal ausprobiert, falls ihr es noch nicht getan habt. Denn alles, was ich bisher gesehen habe auf den meisten Turnieren und auch auf den Turnieren, die ich selbst organisiere, achte ich sehr darauf, dass die Szenarien insofern einigermaßen ausgewogen sind, dass sie unterschiedliche Dinge vom Gegner fordern und manchmal vielleicht eher defensive Armeen einen Vorteil haben und manchmal auch Reiter einen Vorteil haben, aber dass sich das irgendwo die Waage hält und dass eben keine Armee, wenn sie einen bestimmten Aufbau hat, einfach alle Szenarien bevorteilt spielen kann. Das wollte ich euch mal mit auf den Weg geben. Macht euch mal Gedanken darüber. Wie ihr das so empfindet mit den Szenarien. Habt ihr da vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht, dass ihr mit eurer Armee vielleicht gewisse Schwierigkeiten in einem bestimmten Szenario habt oder ein Gegner von euch besonders stark in irgendeinem der Szenarien ist und ihr den einfach nicht schlagen könnt? Und ja, schreibt mir doch mal vielleicht in die Kommentare auch rein, was so eure
Lieblingsszenarien sind, welche ihr besonders spannend findet, welche ihr gern spielt. Würde mich einfach interessieren. Vielleicht auch, wurde auch schon in diversen Foren mal diskutiert, welche Szenarien ihr als besonders geeignet haltet, wenn es jetzt um Turniere beispielsweise geht. Ja, würde mich einfach mal interessieren, was ihr so von den Szenarien haltet. Und ja, wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.